Prototypen. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte und ein Prototyp besteht üblicherweise aus mehr als 1000 Bildern. Um also Ideen erfolgreich zu präsentieren, macht es durchaus Sinn, sich mit der Erstellung von Prototypen zu beschäftigen. Im Team und auch bei der Präsentation vom Kunden. Wie erstellt man nun einen Prototypen, ohne eine spezifische Ausbildung dafür zu haben? Ganz einfach, man verwendet Materialien, die einem zur Verfügung stehen. Beispielsweise für Papierprototypen. Businessmodelle können mit einem Business Model Canvas abgebildet werden. Man kann aber auch Rollenspiele oder Videoprototypen erstellen.